Spaß auf dem Bauernhof. Dein Freund auf dem Bauernhof bekommt gleich eine Lieferung an Baumaterial. Du musst die herumstehenden Auflieger aus dem Weg räumen, damit genügend Platz für die Anlieferung da ist. Okay, links sollte kein Problem sein, rechts auch nicht, allerdings das hier schon. Aber den muss ich zuerst machen. Da die anderen zwei sonst im Weg stehen würden. Daher das Schwierigste zuerst. Ganzen Hühner hier auf dem Bauernhof, schrecklich. Grad um die Kurve ist schon echt eine Knacknuss, wenn ich das mal so sagen kann. Rechts haben wir genügend Platz. Okay, jetzt mache ich hier gerade etwas ganz falsch. So wird das absolut gar nichts. Okay, das ist echt eng. Das ist sehr eng, bitte ich. Okay, wait. Aber nicht kurz in die Außenansicht. Ich bin schon über den Punkt hinaus, wo ich eigentlich umdrehen könnte. Holy smokes. Das ist ein bisschen tricky hier. Nicht nur ein bisschen tricky, ein bisschen sehr tricky. Kameraperspektive ist halt auch so eine Sache hier in diesem Spiel. Da ist nicht viel Spielraum übrig, um dann eine gute Kameraperspektive zu erhalten. Und man kann hier auch nicht so präzise fahren wie in den anderen zwei Spielen, die von SC7 entwickelt wurden. Aber das sollte doch irgendwie noch rettbar sein, denke ich mal. Aber Gold wird es auch diesmal wieder nicht. Da sind sie sehr gnädig, wenn ich das so sehe. Danke für die Gnädigkeit. Sonst hätte ich hier noch Jahre gebraucht, um den Auflieger richtig in die Markierung zu bekommen. Ne, wir nehmen jetzt den hier. Der kommt jetzt auf die linke Seite. Genau, da mache ich jetzt einen U-Turn. So halb. Und fahre jetzt hier einfach rückwärts. Rechts haben wir genügend Platz, das ist gut. Im Bogen rückwärts. In die Engstelle hier hinein. Eindrehen. Das war zu viel. Das Guten wieder mal. Bisschen rückwärts. Shit. Sieht einfach nicht aus, obwohl da.
Es sieht nicht so aus, obwohl. Ach, als wären wir so nahe dran. Das habe ich jetzt verkackt. Dann das Ganze halt nochmal mit dem Rückwärtsfahren hier. Gehe ich jetzt einfach schon jetzt in die Außenperspektive. Damit es vielleicht ein bisschen schneller geht. Sieht zwar eher aus, als ob ich es eher schlimmer mache als vorher. Denn ich muss da ganz neu an die linke Seite rankommen. Ey, come on! Wir machen die Aufgabe beim nächsten Mal. Was gibt es sonst noch so? Die Europameisterschaft. Internationale Anerkennung. Du trittst nun bei der Europameisterschaft gegen die Besten der Besten an. Fahre schnell und sicher und mach uns stolz. Können das noch kurz machen? Hört sich doch einfach an. Was wahrscheinlich nicht ist. In diesen auffälligen Park hin am Ende des Parcours. Mal schauen. Es hat immer noch so eine Sache, dass man hier viel zu weit vorne sitzt. Nach meinem Geschmack her, da man einfach fast nichts vom Außenspiegel sieht. Okay, sieht eng aus. Aber machbar. Oder auch nicht. Ich sehe schon, man muss jetzt hier rückwärts fahren. Um dann wieder vorwärts zu fahren. Oh mein Gott. Ja, nice. Ist ja sehr lustig von euch. Habt ihr toll gemacht, diesen Parkour. Und jetzt wieder vorwärts. Und das wird jetzt sehr eng. Rechts haben wir ein bisschen Platz. Nicht allzu viel. Gut, das gilt noch nicht als Zusammenstoß. Zum Glück. Sonst wäre es schon vorbei gewesen. Holy smokes, was haben die hier aufgebaut? Wie soll man das in Gold schaffen? Frage ich mich. Und ihr euch bestimmt auch. Und vor allem, wie lange ist diese Parkour? Bis wo geht's? Ich könnte schon ein bisschen schneller durchfahren, aber... What the hell? Was soll das denn jetzt?
Okay, das werde ich niemals schaffen. Junge. Holy shit. Was habt ihr euch da bloß gedacht? Und das auf engstem Raum. Okay. Kurz mal schauen, wie viel Platz dort ist. Ja, okay. Sieht doch machbar aus. Und machbar aus, als es wäre. Okay. Doch nicht allzu schlimm. Sah schlimmer aus, als es ist. Ja, da gehe ich jetzt durch die Mitte. Die ist größer. Nur, das sieht ganz eng aus dort vorne. Beim Tor. Da muss man jetzt wirklich rangieren. So. Sollte das aber gehen. Wir nehmen jetzt hier die linke Seite. Sieht auch ganz akzeptabel aus. Auch gut aus. Und jetzt ist es wahrscheinlich wieder sehr eng, wenn ich das so sehe. Gab's denn? Außenansicht, genau. Da schalte ich jetzt ganz kurz die Spiele ein, da ich sie nicht wieder so schnell in die Innenperspektive wechseln kann. Und mit Tastatur ist das doch ein bisschen... Ah, Bronze haben wir schon mal. Sehr cool. Keine Ahnung, wie man das schaffen soll. In Silber oder Gold. Echt keine Ahnung. Ich darf jetzt bloß nirgends anschlagen, weil ich will diesem Marco nicht was machen. Sonst gibt es hier einen Rage Quit. Und ich glaube, das möchte niemand sehen. Oder vielleicht ja doch. Wie zum Teufel soll man das schaffen in dieser Zeit, die vorgegeben ist? Ich meine, ich komme hier mit dem Schneckentempo kaum durch. Und man soll es irgendwie in 3 Minuten schaffen, oder was? I don't know. Keine Ahnung, wer die Zeit hier berechnet hat. Auf jeden Fall jemand, der wohl eher sehr schnell hier durchfährt. Alter, wie lange dieser Parcours ist. Schaut es euch an bis dort hinten. Junge, Junge, Junge. Ist mir egal, ob wir jetzt Bronze hier bekommen oder nicht. Hauptsache, wir schaffen es durch. Ich wüsste nicht, wie man das schneller machen sollen können. Können sollen, werden dürfen, tun. I don't know.
Hier nämlich links, da wir links durch müssen, dann ist das einfach zum Anfahren. Was wird das denn jetzt hier wieder? Dort muss ich parkieren, okay. Dann haben wir es also gleich geschafft. Wenn ich jetzt hier noch durch diese Engstelle hier komme. Wahrscheinlich wäre es nicht so gedacht. Oder vielleicht doch. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt so schaffe. Mal schauen. Vielleicht ganz knapp. Okay. Okay. Gleich geschafft. Und hier parkieren. Holy shit. Fast 10 Minuten gebraucht. Da möchte ich gerne einen Golden Run sehen in Schwierig. Und dafür brauche ich jetzt erstmal. Applaus. Okay, doch nicht. Applaus. Danke, danke. Vielen Dank, vielen Dank. Danke sehr, vielen Dank. Danke, danke. Auch wenn es Bronze ist, wir haben es geschafft. In 5 Minuten. Holy shit. Alter Schwede. Okay, wir. Na gut, ich würde sagen, das war's erstmal. Ich mache hier eine kurze Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Truck & Trailers. Und dann habe ich wohl das Spiel schon durchgespielt. Ging doch recht schnell. Mit fast überall Silber. Wenig Ausnahmen von Bronze. Und den Führerschein mit Gold abgeschlossen. Von daher ganz okay. Aber somit vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis dahin. Ciao. Mit V. Cheerio.